Es ist ein Thema, bei dem einem als Bürger langsam schwindlig wird, die Schuldenkrise in Europa. Dass man diese so gar nicht in den Griff bekommt, macht immer mehr Menschen nervös. Kein Wunder, zeigen doch langsam auch einzelne Politiker öffentlich Nerven. Und so kommt, was kommen muss. Steuerzahler beginnen, um ihr Geld zu fürchten und suchen vermehrt nach Wegen, es im Notfall retten zu können. Wie? Das berichten Münire Inam und Helga Lassar. Oft kommt es ja nicht vor, dass Österreich die Welt bewegt. Doch vergangenen Mittwoch schafft das sogar ein sonst nur wenig beachteter Ausschuss im Parlament. In New York und Frankfurt rasseln die Aktienkurse hinunter. Alles nur, weil die Opposition einen Beschluss über den Euro-Rettungsschirm verzögert und internationale Agenturen aufgeregt darüber berichten. Die Märkte beruhigen sich zwar bald wieder, doch die Nervosität an den Börsen bleibt. Langsam schwappt die aufgeregte Stimmung auch auf die Bevölkerung über. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch bei der Bevölkerung angekommen. Während in der Wirtschaftskrise die Einschätzung eigentlich noch in die Richtung gegangen ist, dass die österreichische Politik das gut gemeistert hat, dass wir im Vergleich zu anderen EU-Staaten eigentlich gut gefahren sind in der Krise, macht sich jetzt vermehrt Unsicherheit breit aufgrund der Euro-Krise, wo den Menschen schon auch bewusst ist, das kann die österreichische Politik allein jetzt nicht mehr lösen. Da bräuchte es koordinierte europäische Anstrengungen. Und da ist eben durch die zwei Hilfspakete jetzt und durch die Angst vor dem Überschwappen auf andere Länder gewissermaßen eine Verunsicherung da, dass die Politik das eigentlich nicht mehr unter Kontrolle hat. Bürger wollen ihr Geld retten. Nur das Wie bleibt Spekulation. Gold scheint ein sicherer Hafen zu sein. Viele kaufen. Der Goldpreis hat mittlerweile einen Rekordwert erreicht. Dennoch ist die Nachfrage in diesem Münzhandel hoch. Quer durch alle Bevölkerungsschichten. Wir bemerken in der letzten Zeit durchaus eine Umschichtung bei der Kaufentscheidung der Kunden von größeren Produkten in den leichteren Sektor, wenn ich das so sagen darf. Ganz stark nachgefragt sind kleine Baden bis zu einem Gewicht von einer Unze. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind große Stücke wie zum Beispiel der Kilo Goldbahn wesentlich günstiger im Verhältnis als die, um ein Extrembeispiel zu nennen, die 1-Gramm-Bahn. Dennoch bemerken wir mehr als dreistellige Zuwachsraten bei der Nachfrage im Bereich der kleinen Goldbahn im Moment. Die einen wollen sich mit Gold absichern, die anderen wollen es loswerden. Bei sogenannten Goldpartys, in Hotelzimmern oder auch privat, kann man seinen Schmuck von Händlern schätzen lassen und bekommt dafür Bares. In einem Hotel in Wien Favoriten haben wir bei so einem Tausch zugeschaut. Machen Sie schon lange das Geschäft? Ich seit einem Jahr, also über ein Jahr. Aha, und fällt Ihnen was auf, dass jetzt die Leute mehr kommen? Oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Einfach bei der Goldpreis, ist ja ein Riesenthema, das wird auch hochgepusht und das ist natürlich gut für uns, ja. Wir freuen uns darüber. Und vor allem die Leute freuen, die da waren, die freuen sich vor allem, wenn sie weggehen. Ne? Weil das sind Sachen, die 20 Jahre in Kästen herumgelegen sind. Und dann stellt sich heraus, die Kinder wollen es nicht. Die Enkelkinder wollen es nicht, dann kommen die Leute her, bringen es uns und machen sich selbst eine Freude damit. Und das ist das Tolle an dem Job. Ja. In der Form hat es keinen Wert im Moment und ich schätze schon, dass es jetzt einen hohen Goldpreis gibt und eigentlich lieber verkaufe ich das jetzt und kaufe mir dann einen kleinen Goldbahn oder einen Wiener Philharmoniker und habe verwertbares Gold. 722,50 Euro. Das kann es nicht sein. Ehrlich? Ja. Ja, Wahnsinn! Das hätte ich nie geglaubt. Na wirklich? Haben Sie mit weniger gerechnet? Ja, sicher. Mein Sohn hat mir gesagt, ich soll schauen, was der aktuelle Goldpreis ist. Und so habe ich gesagt, okay, das interessiert mich jetzt gar nicht. Jetzt schau mal, was da irgendwas rauskommt. Der Goldhändler versichert, dass hier die gleichen Preise wie bei Marktführer Ygusa gezahlt würden. Die Konsumentenschützer sind aber grundsätzlich skeptisch bei fliegenden Händlern und Aufkäufern. Panik lassen vor allem Anleger und Politiker erkennen. Der Durchschnittsverdiener spürt die Krise nicht in diesem Ausmaß. Doch auch da steigt die Irritation.
Die Bevölkerung wird zunehmend verunsichert. Ich bekomme, und das gab es früher nie, also private Mail mit der Bitte um Rat, kann ich noch ein Sparbuch behalten oder soll ich irgendwie ein Grundstück kaufen? Das heißt, das sind nur kleine Beispiele. Die Verstörung nimmt natürlich zu. Neben dem Gold profitiert auch der Immobilienmarkt von der Krisenstimmung. Viele, wie etwa dieser frühere Internetunternehmer, setzen auf einen anderen Klassiker. Immobilien, Gold oder Beton, das wird zu einer Glaubensfrage. Immobilien bringen entweder einen Ertrag, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung vermiete oder ein Zinshaus vermiete, habe ich einen Ertrag, das heißt, die Immobilie erwirtschaftet etwas, oder ich kann sie selber nützen und genießen. Ich kann drinnen wohnen, ich kann mich erfreuen an meiner Immobilie. Gold kann ich nicht essen. Was kann ich mit Gold machen? Das kann ich nur anschauen. Anton Stracker sieht das ganz anders. Er ist davon überzeugt, dass die Geldwirtschaft in absehbarer Zeit zusammenbrechen wird. Er habe sein gesamtes Vermögen in Gold angelegt, sagt er. Es rostet nicht, es ist teilbar und es ist seit 3800 Jahren die universal akzeptierte Währung, zu der Sie um jede Zeit an jedem Ort der Welt andere Waren oder Dienstleistungen eintauschen können. Das werden Sie mit einem Euro in ein paar Jahren nicht mehr können, so wie Sie auch jetzt mit einem Schilling oder einer D-Mark nichts mehr anfangen könnten. Hauptsache sein Geld retten, koste es, was es wolle. Das scheint die Devise zu sein. Am Immobilienmarkt sind Anleger mittlerweile bereit, auch zu Höchstpreisen zu kaufen. Panik ist sehr oft ein schlechter Ratgeber, also man sollte sich da auch nicht zu sehr von der Angst alleine leiten lassen, weil das führt oft dazu, dass man dann wieder eine schlechte Investition tätigt oder zu teuer einkauft. Ist das derzeit der Fall? Also in Wien sind die Preise sicher jetzt schon an einen Grenzwert angelangt. Wir hatten enorme Preissteigerungen in den letzten Jahren. Die europäische Politik ist ratlos und orientiert sich an den Märkten. Die Finanzwelt hingegen wiederum wartet auf klare Signale aus der Politik. Diese Zeichen kommen aber nicht. Und so wird die instabile Situation noch mehr verschärft. Ein Teufelskreis. Die Politik ist aber Opfer ihrer eigenen Ideologie geworden, weil man 30 Jahre lang, ich nenne das nur mehr marktreligiös geworden ist, das heißt gar nicht mehr konkret prüft, was auf den Märkten passiert, sondern vorweg sagt, die Märkte haben immer recht, ist man jetzt wie Goethes Zauberlehrling sozusagen Gefangener der Geister, die man selbst gerufen hatte. Und den Mut zu haben, zu sagen, in diesen fundamentalen Fragen haben wir uns geirrt, wir müssen die Preisbildung der freiesten Märkte unter Kontrolle bekommen. Dafür ist die Krise für die Politiker eben leider noch nicht schwer genug. Aber es wird immer enger für die EU-Währungspolitik. Mit Italien wurde heute die Kreditwürdigkeit eines weiteren EU-Staates herabgestuft.